In diesem Video zeige ich euch, wie ihr selber Sauerteig herstellen könnt. Sauerteig ist so erstmal alleine unbrauchbar. Er wird aber als Grundlage für weitere Teige, für hauptsächlich herzhafte Brote verwendet. Ihr braucht hierfür ein halbes Päckchen Hefe, 500 Milliliter Wasser, 250 Gramm Weizenmehl, 2 Esslöffel Zucker. Und wer möchte, kann auch noch 15 Gramm Honig hinzutun und dazu benötigt ihr natürlich noch eine Schüssel und einen Handmixer. In dem ersten Schritt schüttet ihr das Wasser in euer Gefäß und verrührt das Ganze mit eurem halben Päckchen Hefe. Das kann man einfach mit dem ganz normalen Löffel machen. Jetzt kommen die 2 Esslöffel Zucker dazu. Und nun muss das Mehl langsam hinzugefügt werden und mit dem Handmixer verrührt werden, sodass keine Klumpen entstehen. So, der Teig ist jetzt fast fertig. Ist jetzt einfach dickflüssig. Und wer möchte, kann jetzt noch einen kleinen Löffel Honig hinzutun. Der Honig beschleunigt den ganzen Prozess ein wenig. Das Ganze muss jetzt nochmal kurz verrührt werden. Teig muss jetzt an einem warmen Platz, am besten auf einer Heizung abgedeckt, mindestens 24 Stunden, am besten 48 Stunden ruhen.